Suchen wir mal ein Herrschaftsspiel. Maul! Okay, Tactical Mute incoming. Mann, ich habe keinen Bock auf Turbine. So, endlich haben wir mal wieder ein Spiel gefunden, das ich jetzt auch mal spielen kann. Endlich. Hat ja nur 1000 Jahre gedauert. Werfen wir mal so ein Ding hier hin, damit wir nicht von hinten weggegeilt werden. Werfen wir erstmal ein paar EMP-Granaten, weil da freut sich jeder drüber. What? Ah, wieso bin ich aufgestanden? Oh, da kommt ein C4. Hat er mich gesehen? Oh. Da war noch einer. Shit, 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 shit. Ich hoffe, hier oben ist keiner drin. Assist, nice. Diese Blumentöpfe sind auch immer im Weg, Alter. Das gibt's nicht. Map gerade erst gestartet und schon steht so ein Blumentopf. Oh Mann, der C4-Werfer. Schon steht ein Blumentopf im Weg. Das gibt's doch nicht. AN. Ja. Warum nicht, ne? Securing Alpha. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Oh, okay, sie warten nicht auf mich. Shit. Shit, einer ist in der Kitchen gewesen. Ja, ich glaube, er hat ihn. Jo, wir spawnen hier in der Nähe, das ist gut. Habe ich hier gerade einen drin gehört? Ja, habe ich richtig gehört, ey. Wow, ich habe noch einen Kill und jetzt schon eine UAV erstmal. Whoops. Hallo. Oh mein Gott, wie viele sind denn da bei der B-Flagge jetzt? Einer kommt um die Ecke gleich. Teammate, pass auf! Nein, du stirbst! Oh. Open Stairs. Hab ihn! Team, los! Oh, der hat eine Kap 40. Ach du Scheiße, ich muss weg hier. Kap 40 ist so ziemlich das, wovon ich am meisten sterbe, wenn es nicht gerade C4 ist. Sein Kopf, nee, ist ein Blatt. Oder ein Zitronenfalter oder was auch immer für ein Scheiß. Fancy Shit, Alter. Der war schlecht gesetzt, letzter, aber gut. Pass mal auf. Ne, den stelle ich nicht hier hin. Das stelle ich nämlich an den irregulären Spot, wo man es immer hinstellen sollte. Wenn ich da sicher hinkomme. Okay. Was ist gerade passiert? Hier sind viel zu viele Leute auf einmal gestorben. Das gefällt mir immer nicht. So, das ist nämlich der beste Spot für eine Sentry Gun, ey. Für den B. Wirklich jetzt? Schon einer eine EMP-Granate geworfen, tut das Note. Drohne, danke, sehr gut. So, wieder ein bisschen passiv spielen hier, ein bisschen die Map-Control gewinnen. Wo sind die jetzt hier, Mann? Da ist einer. Kitchen ist einer. Oder Money eher gesagt. Dann halt nicht. Den meinte ich. Komm. Ich renne ihm hinterher, Mann. Ja, es war nicht schlau, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und es hat funktioniert. Kommt er jetzt hier? Ah, da kommt er. Oh shit, ich habe kaum noch Money. Oh, was? Willst du mich verarschen? Mit den Kugeln? Der ist einfach durchgesprungen durch die Kugeln. Manno. Erster Tod für den Tag heute. Mann. So doof. Hat er wenigstens eine gute Waffe? Ja, hat er. Und was für eine. Oh. 200 Kugeln auch noch drin, ey. Ah. Ey, wo sind jetzt die Gegner? Shit, das bedeutet, die spawnen Laundry, oder? Ja, tatsächlich. Shit, 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 shit. Orbital VSAT online. What? Orbitalsatellit und ich sehe keine Gegner. Das ist immer das Geilste, ey. Oh, wahrscheinlich sterbe ich noch. Warum hat die so viel Rückschlag gerade? Wieso ist der eine dauertot? LOL? Der spawnt gar nicht ra- Achso, der ist disconnected. Wow, der eine hat einen Down. Was ist hier los in diesem Spiel gerade? Was ist mit dem Pink so? Oh, ich kack ab, Mann. Dieses Spiel. Wenigstens habe ich hier den Spawn alleine für mich. Hallo. Spawnt er wahrscheinlich wieder hier. Oder nicht? Nee, was? Wo spawnt er denn jetzt? Yeah, ist es spannend, Alter. Ich kack ab. Hallo? Hm. Mann! Oh, es ist so fucking atemberaubend gerade. Ich kann nicht mehr, ey. Das, oh, der rennt auch noch in die Sandwich.
Das Spannendste überhaupt. Gegner geben wieder auf. Zeit für eine kleine Story. Gestern dachte ich mir nichts Böses, ne? So wie das halt mal so ist. Ich wollte eigentlich nur kurz den Fernseher anmachen. Wollte nur kurz was nachgucken. Eigentlich bin ich kein Typ, der gerne der Fernsehen guckt oder sowas. Das meiste, was im Fernsehen läuft, ist sowieso der größte Bullshit. Und eigentlich kann man alles im Internet sehen, deswegen gucke ich nicht oft Fernsehen. Wow, wirklich? Sentry Gun? Ew, wirklich jetzt? Yo. Jedenfalls. Ich wollte nicht, dass mein Fernseher die ganze Zeit auf Standby ist. Deswegen habe ich immer so eine... Habe ich den Stecker für den, also Stromkabel für den Fernseher immer in so einer externen Steckdose dran, damit ich das an- und ausmachen kann. Dafür muss ich dann immer das Kabel extra reinstecken und dann wieder rausziehen. Habe ich also reingesteckt, kurz was nachgeguckt und dann wollte ich den Stecker wieder rausziehen, damit er nicht auf Standby steht, der Fernseher. Zieh dann so an dem Stecker, merk so, will nicht richtig rauskommen. Also halte ich mit der anderen Hand die Verlängerungskabel-Dingens, halte ich halt fest, damit ich den Stecker besser rausziehen kann. Zieh den Stecker raus und in dem Moment kriege ich einfach mal mega den Stromschlag in die Hand. Das war wahrscheinlich so für 5 Millisekunden. Mehr nicht. Nur so richtig, nur ein Hauch von der Sekunde war das. Aber ich habe das noch den ganzen Scheißabend und jetzt, ich merke das jetzt immer noch in der Hand. Ich gehe mal raus hier. Das ist irgendwie voll der Abfuck gewesen. Das ist irgendwie mit diesem Stecker, der ist irgendwie im Arsch. Wenn man den rauszieht, kommt da immer, ist da immer noch so ein bisschen Spannung über und irgendwie hat sich dieses bisschen Spannung wohl irgendwie in so einem Lichtbogen über meine Hand dann in den Erdboden, keine Ahnung, neutralisiert oder was auch immer. Oh, es war richtig ätzend, ey. Ich hab's erst noch gar nicht gemerkt oder sowas. Ich hab erst danach, als ich dann Lichtschalter wieder ausmachen wollte, habe ich dann erst gemerkt, irgendwie ist meine Hand vollkommen taub. Irgendwie kribbelt das so ein bisschen. Das war so ein widerliches Gefühl, Mann. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt gefährlich ist oder so. Ob ich da irgendwie hätte zu einem Notarzt gehen müssen. Man sagt ja immer, so nach einem Stromschlag sollte man ja eigentlich immer einmal eine Nacht im Krankenhaus verbringen, damit die einem das Herz checken können, ob das noch rund tickt. Erstmal wieder ordentlich hinsetzen. Habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob der Strom überhaupt durch meinen gesamten Körper gegangen ist. Wenn, dann ist er wahrscheinlich nur einmal durch die Hand am Daumen und an einem kleinen Finger wieder raus oder sowas. Naja, so viel dazu. Yay! In TDM findet man doch tatsächlich nochmal ein Spiel. Kann das denn sein? Ist es denn? Das war ein... Ich wollte gerade sagen, lag das? Ja, irgendwie... Oh nein, es laggt. Oh, Black Ops 2, fix doch mal eure Server, Mann. Die letzten Tage waren schon so krass, ey. Andauernd hatte ich Disconnect und sowas. Nicht von meiner Seite aus, sondern einfach, weil die Spielserver abkacken. Hier, wie das laggt. Wie es laggt einfach. Oh, ich halt's nicht aus, Mann. Oh, Mann. Oh. Jetzt kommt da schon einer her. Es laggt einfach so krass, Mann. Was soll das denn? Spiel. Warum muss ich jetzt auch noch gegen so einen Typen spielen, ey? Ach nee, ich hasse das, ey. Oh Mann, das Spiel wird ewig dauern, einfach weil es so laggt. Oh, ein Knife hier oben. Immer noch? Da ist er jetzt. Ja, oh Mist. Schade. Ich dachte, ich hätte ihn kriegen können, aber nee. Komm, einmal C4 geflogen. Oh, wie meine... Das... Nee. Ich schieße einfach... Nö. Dann halt nicht. Hier. Ich habe Dauerfeuer und das kommt... Unglaublich. Alter, Zeitlupe nachladen. Das ist so furchtbar, Mann. Hat er den bald mal gekillt hier außen? Jetzt. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter raus hier. Halten wir mal dieses Häuschen. Als wichtigsten Punkt auf der Map. Ich habe das Gefühl, da wird einer kommen. Nee, doch nicht. Nö. Keiner lagst du. Beste Con aller Zeiten. Ich würde fast sagen... Ist fast wie LAN. Oh, Alter, ich kam hier nicht mal um die Ecke rum. Drohne, sehr schön. Wow, wir haben eine Drohne, auf einmal hört's auf zu laggen. Und dann fängt's wieder an. Ja. So, könnte ich mal auch ein paar Gegner finden oder sowas? Ich will gar nicht wissen, was mein Score pro Minute ist, wenn ich fertig bin mit dieser Serie. Wahrscheinlich so
120. Da ist doch einer, oder? Da ist einer. Oder nicht? Ach shit, jetzt habe ich keine Muni mehr mit der Waffe. Egal, gehen wir ein bisschen weiter vor. Ich weiß, dass das eigentlich drauf sein müsste. Aber, naja. Ich habe 3 Kills nur. Oh mein Gott. Flash Wallhack. Hm? Werden. Oh nein. Oh nein! Oh. Immer dieses C4, ey. Da ist so einer, ja. Da ist einer. Na, kommt da rein? Okay. Wo kommt der jetzt her? Panikattacke. Schieß doch nicht auf mich, schieß auf die Gegner. Und da unten ist einer. Shit. Oh nein. Ich hab doch geahnt, dass er da hochkommen würde. Oh, die Augen kleben mal wieder am Radar. Die werden alle da hinten spawnen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das eine gute Position ist. Bitte kill mich nicht, Sentry Gun, wenn ich hier stehe. Yeah, nice. Oh! Wo das Ding überall hin aimt, Alter. Nice. Nice. Schieß nicht auf mich, bitte. Da ist einer drin gewesen, habe ich gesehen. Der war irgendwo da. Oh, meine Sentry Gun räumt richtig auf, Alter. Was ist das denn? Ist ja mal geil. Ich hab fast keine Muni mehr. Schade. Wir müssen nur versuchen, dass wir den Spawn hier hinten halten. Für uns jedenfalls. So viel dazu in dem Moment, wo der hier vorbeikommt. Ich tausche mal diese Waffe mit dieser Waffe. Nicht mehr viel Kugeln. Nur noch ein Dreiviertel-Magazin für mich. Wo ist der Typ? Ach, der war wahrscheinlich da irgendwo drin. Alter, meine Sentry hat so viele Kills schon gemacht. Krass, Alter, wie das Ding aufräumt. Richtig nice. Ich hätte nicht gedacht, dass das eine gute Position wäre für eine Sentry, aber gut. Und schon wieder ein Kill gemacht. Oh, jetzt ist er aber fast kaputt schon. Schade. Schade. Es war eine gute Zeit mit dir, Jarvis. Oh, wie habe ich den noch gekriegt? Das war unfair. Yay, ich bin Level 39. Oh, ist er. Ach, der ist unten. Ja, ich hab schon gerade wieder. Ich sehe Leute auf dem Radar und dann ist er unten gewesen. Komm, dieses Spiel beenden wir noch mit diesem einen Tod nur. 5 Kugeln in einem SMC. Alles ist gut. 5 Kugeln reichen immerhin fast für einen Gegner. Wir kommen schon wieder unten, oder? Oh, shit. Ich hasse EMP-Granaten. Teammate. Gucken wir mal, ob der stirbt. Der wird ja wohl irgendwo da. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder. Ja, jetzt ist er tot. Schade. Und das wird der mit der Sentry Gun. Nicht mit der Sentry Gun, mit der Remington. Nein, warum laggt das so krass? Ich habe geschossen und das war einfach nö. Nö, einfach nö. Meine Sentry Gun macht immer noch weiter Kill. Das ist unglaublich, Mann. Das ist nur eine Sentry Gun gewesen. Oh shit. Lol. Oh mein Gott, was hat das Ding denn gekillt? Wo hat das überall durchgeschossen? Ist das unfair, Alter? Nein, sie empfehlen das. Nein, oh Mann. Ah, weniger Lag, bitte. Oh, das andere Ding lebt immer noch, Mann. Das ist unzerstörbar einfach. Das hat locker schon so 11, 12 Kills gemacht oder mehr. Krass. Immer noch EMP, das ich immer noch nicht sehen kann, Mann. Ach nee, das ist ein Bild, ey. Ich dachte, das wäre ein Gegner, der steht, ey. Gott sei Dank bin ich gut. Nein, Sentry Gun, das ist so unfair. Das ist so überpowered, das Teil.
Was zum Geier, wie viele Kills es macht. Wahrscheinlich... Oh, jetzt ist sie endlich down. Och, Manno. Es war eine gute Zeit. Krass, wie das Ding reingehauen hat. Ich kacke ab, Mann. Mann, ich höre doch die ganze... Ach, der ist oben. No biscuit, if you risk it. Oh ne, da gehe ich sicherlich nicht hoch, wenn da oben so einer sitzt. EMPen wir uns mal selber hier. Vielleicht kriege ich ein paar Assist-Punkte, falls einer sich tatsächlich traut, da oben reinzugehen zu denen. Oh shit, ist er hier? Ne, das... Der ist immer... Oh mein Gott! Pff, fucking Herzinfarkt-Moment. Heilige Naht, ich dachte, der wäre oben. Mann, Alter. Ich war mir hundertprozentig sicher, der wäre oben gewesen. Und dann kommt er auf einmal hier an. Gott sei Dank ist der scheiße. Gut, mit 31-2 rausgegangen. Das waren ja mal drei richtig nice Spiele jetzt. Ich sitze hier zwar schon 2 Stunden etwa an der Aufnahme, habe aber erst 3 Spiele spielen dürfen. Richtig cool. Freut einen auf jeden Fall. Oh, ich habe EMPs. Geil, EMP-Systeme. Richtig nice. Werde ich allerdings noch nicht mitnehmen. Erstmal nur anlocken. Anlocken! Mal sehen, wo stehen wir jetzt? 6,42 Euro. Richtig hochgegangen in dieser Episode. Gut, danke fürs Zuschauen und haut rein, Leute.